Ja, hallo, hallo, liebe Fabrikfreunde, ich bin Satenji, wir spielen in Factorio. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich tatsächlich hier oben ein Steinvorkommen gefunden und sofort angeschlossen, weil Steine haben uns ja ziemlich gefehlt. Und ich habe, als wir letztens nach Gold gesucht haben, habe ich hier oben, das sieht man schon an die Roboter, ja noch gefunden, dass hier eine ganze fette Kiste voller Stein ist. Und da habe ich gesagt, okay, ja, dann hole ich das mal ab und bring das mal mit runter, weil das ist ja unsere Hauptquelle, die wir gerade momentan, eigentlich ist es die einzige Quelle, die momentan bei uns Stein verbraucht, so wie das aussieht, weil das ist die einzige Kiste, die auch Stein anfordert. Und deswegen fliegen jetzt hier immer ein paar Roboter durch die Gegend und holen das Zeug ran. Ja, und das läuft. Wie man sieht, das Stein, der wird jetzt hier langsam aufgestapelt. Wo hängt es denn jetzt demnächst? Das ist die Frage. Wahrscheinlich beim Holz wird es wahrscheinlich hängen bleiben, weil das nicht ganz so schnell nachkommt. Guck mal, wie schnell das hier verbraucht wird. Das wird ja so bam, bam, bam richtig schnell verbraucht. Und Bäume, naja, wachsen halt nicht auf Bäumen. Ja, und dadurch kriegen wir aber hier jetzt endlich mal ein bisschen mehr rein. Hier wird noch nicht so viel gelagert. 1,6 in jeden Tank. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, was die Tanks angeht. Das gebe ich gerne zu. Aber naja, dafür gibt es jetzt hier ein bisschen, wird hier mal ein bisschen mehr gearbeitet, nehme ich mal an. Sieht ganz gut aus. So kann man das, glaube ich, machen. Ich muss mal eben, ja doch, hier kommt das Zeug raus, geht dann da rein und hier oben, ja, da verlagert sich halt ab und zu ein bisschen was und wird da ein bisschen gespeichert. Warum auch nicht? Das passt so. Sehr schön. Dann habe ich nochmal, Kayano hat mir geschrieben nochmal unter das YouTube-Video und hat natürlich gesagt, man kann noch viel mehr handeln. Das heißt, ich brauche noch viel mehr, ja, Beliebtheitspunkte sozusagen. Beliebtheitspunkte, ihr wisst schon, was ich meine. Vertrauenspunkte oder so weiter bei den Aliens. Das heißt, ich kann hier die Produktion auch wieder anwerfen, denn wir brauchen anscheinend... Oh Gott. Wir brauchen anscheinend doch noch ein paar mehr Alien-Wissenschaftspakete. Wir haben ja noch ein paar Alien-Artefakte. Da passt das. Ja. Gut. Ja, was die Landeplattform angeht und so, da müssen wir dann mal schauen, was wir denn überhaupt handeln wollen. Wir wollten ja erstmal mit Gold handeln, weil mit Gold, muss ich ehrlich zugeben, habe ich keine Ahnung, ob das ob ich das brauche für irgendwas anderes. Deswegen wollte ich ja hier oben letztens schon eine Maschine irgendwo hinbauen. Habe ich, glaube ich, gesagt, oder? Ne, die Maschine habe ich hingebaut, weil ich die dann haben wollte. Aber ich könnte auch schauen, dass ich hier irgendwo mein Gold hinbaue. Muss dann halt hergeflogen werden. Ist aber nicht mein Problem. So, die Frage ist ja, also die Landeplattform darf man ja nicht verwenden. Das hat ja nichts gebracht. Das ging ja nicht, oder? Oh, es geht doch. Mist. Das heißt, die hier ist eigentlich totaler Schwachsinn. Ich baue die mal kurz ab. So. Jetzt testen wir das nochmal. Trading. Ah. Ah, genau. Weil das ist nämlich die Red Planet-Dings. Okay. Das heißt, das Zeug muss also hier reingestapelt werden. Aber da kann ich nicht reingucken. Hier kann ich ja irgendwie nicht reingucken. Und die Rakete ist halt eine Rakete, aber die Landeplattform ist nicht diese Plattform. Das heißt, ich werde wahrscheinlich doch diese eine Plattform hier haben wollen. Einfach aus der Tatsache heraus, dass ich gerne reingucken möchte. Also schreiben wir es doch nochmal Weltraum. So. Und wenn ich jetzt hier so Bam mache, Trading. Ich möchte mit Red Planet traden. Ich hoffe, das funktioniert auch so, dass das alles so richtig ist. Und dann würde ich nämlich hier gerne mit Goldplatten, waren das nämlich. Mit der würde ich gerne handeln. So, hier haben wir auf 0. Hier könnte ich dann einstellen, wie viel ich handeln will. Und passiert dann irgendwas? Da müssen vielleicht dann 100 Stück drinnen liegen, bevor dann der Handel losgeht. Muss da dann auch Treibstoff rein und alles? Da müssen wir, das müssen wir rausfinden. Das heißt, wir müssen das mal rausfinden. Wie machen wir den Goldplatten? Das ist bestimmt total umständlich. Ich hoffe mal nicht. Da ist eine Goldplatte. Molten Gold. Wir brauchen also tatsächlich hier, also wenn ich schon Molten lese, dann weiß ich, ich brauche schon mal wieder den hier, den Schmelzofen. Und ich muss aber vorher natürlich das Gold erstmal schmelzen. Das ist Schwefel. Hier gibt es auch noch Goldplatzen. Eine Goldplatte kann ich auch einfach im Golderz einfach umwandeln. Oder ich fange halt wieder an, das ganze Ding zu schmelzen mit Stein und Kohle. Da kriegt man mehr raus.
Also man braucht 5 Golderz und kriegt dann halt 9 Gold raus. Hier braucht man ein Golderz und kriegt nur eine Goldplatte raus. Aber ich glaube, das ist vertretbar. Okay, passt auf, ich werde das doch da nicht da an der Rakete direkt bauen. Ich werde das einfach mal hier, wo auch das Gold irgendwo war, das doch gelagert. Hier unten war das, glaube ich. Da. Wir haben einen Haufen Gold. Ha, ha, ha. Und das werden wir jetzt verwenden. Hier habe ich übrigens noch ein Dig Hole. Hier ist auch noch übrigens ein Loch. Da war ja eigentlich mal Gold drinne, aber das kann ich ja nicht mehr ansetzen, weil dann schmiert mir das Spiel wieder ab, hat man ja gesehen. Das heißt aber, wir werden jetzt hier irgendwie mal schauen. Ich habe noch einen Lichtbogenofen, wer hätte gedacht? Bam. So einfach ist das. Und hier werden wir jetzt einfach so und fertig. Geil. Und dann müssen wir das noch rausholen, das Zeug. So, und dann mache ich jetzt einfach hier eine Anbieterkiste. Und schon haben wir Goldplatten. Ja, und das hier, ja, wir haben ja ein bisschen was. Also, ein paar Goldsachen kriegen wir dann raus. Das schaffen wir schon. Also, nur mal, um den Handel zu beginnen, weil ich das ja noch nie gemacht habe. Ich würde schon gerne mal beginnen. Ich bräuchte eine Nachfragekiste. Das wäre jetzt echt nicht schlecht. Ich glaube, na, ich habe ja jetzt 2 Stück, aber die kann ich nicht verwenden. Oder möchte ich nicht verwenden. Also, nehmen wir uns eine neue Kiste. Eine Nachfragekiste. So. Die klatsche hier hin. Ist ja irgendwo Strom. Ist ja egal. Und klatsch. Strom fehlt natürlich noch. Holen wir uns hier noch Strom. Bauen wir uns gleich mal ein paar von den Dingern, damit wir mal wieder ein paar rumliegen haben. Setze ich einfach hier so hin, das sieht ganz gut aus. Anfragen tun wir natürlich. Leckere Goldplatten. Ich hätte da gerne so 10 Stück. Die werden dann reingestapelt und dann ist die Frage, wie wird jetzt gehandelt? Trading, Goldplatten. Machen wir mal irgendwie 10. So, dann müsste ja dann bald, da sind 12 Stück jetzt drin. Die Frage ist jetzt, kann ich damit jetzt handeln? Oder muss das Zeug tatsächlich hier rein und hier gehandelt werden? Oder muss ich hier Landing Platform Trade oder muss ich hier Weltraum eingeben? Ist das jetzt das, was ich zurückkriege? Nein. Ich mache hier auch mal Goldplatten. So. Und mal auch mal 10 Stück. Und da ist jetzt dann die Frage, wie funktioniert das? Ich hätte vielleicht mal wieder ein bisschen Kommentare lesen sollen. Passt mal auf, Leute. Ich werde jetzt hier einfach mal kurz einen Stopp machen. Die füllen das ja alles mit Gold auf, kein Problem. Und dann schaue ich einfach mal nochmal schnell nach. Einfach, weil ich das jetzt doch gerne wissen möchte und ich euch gerne zeigen möchte. Ich möchte nicht immer nur ahnungslos durch die Gegend laufen. Gut, also bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich habe nochmal kurz im Forum geschaut und da steht einfach gar nichts. Da steht nur da. Pflanze eine Plattform hin. Drücke auf Trading. Wähle die Plattform aus. Dann, was du traden willst. Und dann geht's irgendwie los. Machen wir mal hier 100 und dann schauen wir mal, ob das sich dann irgendwas mal entwickelt hat heute. Mal schauen, vielleicht wird das ja dann irgendwie mal gemacht. Wir werden es sehen, ob das so funktioniert. Gut, gleichzeitig muss ich natürlich auch ab und zu dann ein paar von diesen Wissenschaftspaketen rüberbringen. Oder hier auch mal die Kisten wieder ein bisschen leer machen. Hatte ich hier nicht irgendwo eine Anbieterkiste? Ich muss ja irgendwie das Zeug wieder anbieten. Hier ist eine Anbieterkiste. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Teile reinmache, bam, werden die hoffentlich dann auch mal wieder da rausgenommen. Ich habe ja hier noch ein paar Dingsbums hier davon. Genau. Und die werde ich jetzt rein tun. Drück hier drauf und boah, komplett voll. Und dann fliegen wir mal eben noch nicht rüber, denn ich habe vergessen, ich muss das hier noch mitnehmen. Dann fliegen wir noch mal rüber und dann verkaufen wir wieder ein bisschen was. So. Ah ne, Red Planet, das ist ja unser Alien-Planet, den wir anfliegen wollen. So, dann sind wir hier. Das hier Ding brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ja, hallo meine Freunde. Na, habt ihr noch Bock hier ein bisschen was kaufen? Kauft mir Zeug ab, meine Freunde. You can now buy Öl. Oh, ich kann Öl kaufen. Aber wo? Wo kann ich Öl kaufen, wahrscheinlich dann über das PDA, oder? Öl. A triple barrel für 50 Coins and one empty barrel. Ach du Scheiße. Aber wie macht man das dann? Soll ich das dann da reinschmeißen, die Coins und ein empty barrel wahrscheinlich? Damit das dann klappt wahrscheinlich. Nehme ich mal an.
Aber das ist, es war in dem, na, es war nicht die Rede, dass ich hier auch noch eine Plattform machen soll im Forum. Also nehme ich mal an, dass die jetzt hier überflüssig ist. Weg damit. So, und jetzt fliege ich nach Hause. So, wir haben eine gute Freundschaft schon entwickelt. Das finde ich gut. Hier sind immer noch keine Coins drin. Jetzt bohrt hier irgendjemand, aber das hört ihr wahrscheinlich eh nicht. Aber irgend... Ich glaube, Kayano hat mal geschrieben, wie das hier mit den Traden funktioniert. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich möchte mich jetzt nicht so lange daran aufhalten. Wir müssten eigentlich mal ein bisschen schauen, dass wir uns irgendwo weiter ausbreiten, ein bisschen was bauen und so. Ich möchte gerne mal gucken, ob ich noch irgendwo eine Plattform finde, wo ich auch mal meine Bioanlage hinbauen kann. Das muss schon eine richtig große Anlage werden. Auch wenn ich gar keinen Bedarf habe. Ich schau mal lieber mal schnell nach. Ich habe, glaube ich, gar keinen Bedarf. Eigentlich müsste ich theoretisch nebenbei auch noch Sachen bauen, wie die Schutzschilde zum Beispiel. Weil das dauert aber echt richtig lange, die zu bauen. Ich habe hier, um ein so ein Schutzschild zu bauen, Stufe 1, brauche ich 2 Energieschilde MK2. So, einen baue ich noch. Sehr schön. So, dann kann ich wenigstens schon mal ein zweites davon bauen. So, wir schauen einfach mal, wie es hier aussieht mit dem Öl. Hier ist sogar ein Haufen Rohöl gelagert und die Kisten laufen auch langsam voll. Also Öl haben wir genug. Das scheint ja echt gut zu laufen. Das Schweröl wird aber sofort verbraucht. Ah, Petroleumgas ist voll. Das heißt, Petroleumgas ist voll. Das heißt, die Dinger können nicht mehr weiterarbeiten, weil die das... Doch nicht. Das läuft ja doch... Irgendwie geht es noch weg. Aber ich glaube, ich brauche noch ein paar Tanks. Ah, das wird ein bisschen schwierig, denn ich habe gerade keine Zeit zum Bauen, weil ich baue ja gerade Schilder, aber ich weiß ja, wo zufällig ein Haufen Tanks rumstehen, die noch nicht so gebraucht werden, und zwar hier unten, hier. Also da ist ja mal noch gar nichts drin, das heißt, da klatsche ich mal ein paar weg. So. So, die reichen erstmal. Und werde mal das Petroleumgaslager ein bisschen erhöhen. Und da muss ich echt mal einen Weg finden, wie ich das Petroleumgas loswerde. Glaube ich, einfach mal weniger produzieren oder so. So. Weniger produzieren wäre, glaube ich, echt nicht so verkehrt. Kann ich die da reinklatschen? Das geht nicht so einfach. So einfach hier reinmachen geht nicht. Das heißt, ich muss jetzt die 3 abreißen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ups, das war die falsche Taste. Ich wollte gerade drehen eigentlich. Na? So. Und jetzt, ich habe aber noch 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Klick und klick. So, dann können die noch voll laufen, was sie auch sehr schnell machen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Aber die sind halt auch sehr schnell wieder voll. Wo, ich wandle ja Leitöl auch um in Petroleumgas. Das ist ein bisschen das Problem. Und was machen wir aus dem Petroleumgas? Machen wir ja nochmal Schwefel und alles. Aber der Schwefel ist halt auch sehr schnell wieder weg. Und dann kommt man halt natürlich in die Petrolie. Oh Gott, ey, heute bin ich nicht besonders sprachgewandt. Ich bin eigentlich nie sprachgewandt. Ich bin ein Noob. Ja, wenn das hier dann irgendwann alles stagniert, dann stagniert das nun mal. Hier, wie sieht's mit unserem Plastik aus? Oh ja, der ist auch ziemlich voll. Also ich weiß nicht, ob ich eine Bioplastikanlage überhaupt brauche, weil das scheint ja hier alles wunderbar zu funktionieren. Ich habe keine Probleme. Naja, müssen wir schauen. Da kommt gerade der Zug. Der bringt nichts, weil der erstmal nach oben fährt. Nach hoch. Hm, genau, der fährt nach hoch. Okay, das wollte ich gerade schauen. Ich wollte gerade da unten irgendwo irgendwas angucken gehen. Ich glaube, ich wollte die Anlage mal kurz... Oh, jetzt habe ich es komplett vergessen. Ah, das meine ich nicht. Ich habe letztens erst einen Kommentar geschrieben, dass man so schnell abgelenkt wird in dem Spiel. Das ist so krass, weil man irgendwie... Man hat eigentlich Zeit oder will irgendwas Großes bauen, aber irgendwie wird man so schnell abgelenkt. Wir schauen uns mal schnell auch mal den Strom an. Der sieht eigentlich ganz gut aus. Also wenn ich bedenke, wie wenig Energie wir... wir erzeugen so viel Energie, so viel könnten wir erzeugen, so wenig Energie erzeugen wir momentan. Ja, also wie man sieht, läuft das super. Trotzdem könnte man irgendwann mal ein bisschen mehr Energie gebrauchen. Vielleicht habe ich ja mal Bock. Ja gut, hier ausbreiten geht, glaube ich, gar nicht mehr. So viel Platz haben wir ja gar nicht, wie man hier sieht. Also hier ist ja dann echt Sense. Nee, wir müssen mal irgendwo... Ich will auf jeden Fall die Bioanlage billig bauen.
Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Die Frage ist nur, wo? Oder mal ein bisschen schauen, dass wir uns irgendwo eine Außenbasis mit hinbauen oder so. Irgendwas mit dem Zug, weil mit den Zügen finde ich immer sehr schön. Zwei Züge fahren hat auch schon jemand gesagt. Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen dann zu kompliziert mit dem, also für mich zu kompliziert, weil ich dann Signale setzen muss und sowas. Ist vielleicht nicht gerade, oh je, da sind also Gegner. Aber hier oben wäre eigentlich schön viel Platz. Es sind auch nicht so viele Gegner da. Die kriegen wir bestimmt irgendwie tot. Oh shit, jetzt greife ich da einen an. Stirb! Stirb! Er stirbt einfach nicht. Oh mein Gott, er darf unsere Basis nicht erreichen. Nein! Ja, da war er tot. Ja, die Frage ist halt, was baue ich als nächstes? Das ist nämlich noch so eine ganz große Sache. Eine Biogasanlage, also Bioplastikanlage, wäre hier ziemlich cool. Weil hier ist echt wirklich viel Platz. Müssen aber ein paar Aliens weichen. Aber das sind ja bloß die hier. Und da drüben welche. Und die hier oben, die ich auf dem Radar sehe, die paar, das sind ja bloß... Das sind ja bloß diese Würmer hier, oder? Nein, da ist noch ein Haus. Und das ist ja jetzt nicht so schlimm. Die kriegen wir weg. Außerdem hätten wir dann hier ein paar Ressourcen. Kupfer. Einen Haufen Kohle und noch mehr Kupfer. Kupfer kann man immer gut gebrauchen. Ja, das ist das Einzige, was mir gerade momentan so einfällt. Mit dem Bauen und so. Da muss ich echt mal schauen, was ich in Zukunft so baue. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Anlage ist ja ziemlich fett und so. Was macht man denn jetzt noch? Das ist die Frage. Baut man sich jetzt einfach mal übelst weit aus? Versucht einfach mal alle Aliens tot zu machen? Oder wie macht man es? Warum blinkt denn das hier so komisch? Achso, das ist, weil die das hier aufsammeln. Okay. Das ist ein bisschen schwierig. Und ich renne jetzt schon wieder die ganze Folge nur dumm rum und quatsch über irgendwas. Ah. So. Ich wollte ja auch da unten mal ein bisschen was befreien, beziehungsweise da oben mal ein bisschen. Also kämpfen muss auch irgendwann mal gemacht werden. Ich muss mich wirklich mal offscreen hinsetzen und diese Schilde und so basteln. Aber das dauert halt so lange. Ja, dauert echt lange. Ein bisschen die Gegend erforschen mit einem Zug oder sowas wäre auch nicht schlecht. Pium, pium. Wow. Oh, die greifen mich an. Die greifen mich an. Na gut, macht's ruhig. Ja, ich kann dazu eigentlich nur sagen, schreibt mir mal in den Kommentaren, was man denn eigentlich noch so bauen könnte, weil die Basis läuft und eigentlich ist ja alles, was man dazu baut, ja bloß noch der Überfluss eigentlich. Ist ja nicht so, dass wir irgendwas, ja, schaffen müssen. Wir haben natürlich kein Ziel. Ich möchte aber die Basis irgendwie größer ausbreiten. Aber man könnte natürlich sagen, wir breiten es immer weiter aus, aber dann haben wir ja auch nicht irgendwie viel zu tun. Hier war mal unsere schöne Basis, hier ist alles kaputt. Hier hatten wir, glaube ich, einen Haufen. Naja, gut, einen Haufen kann man dazu nicht sagen. So, die haben es ja komplett überrannt, die Schweine. Die müssen auf jeden Fall dafür zahlen. So ein bisschen was ausrotten auf jeden Fall. Das müssen wir auf jeden Fall noch schaffen irgendwie. Ich nehme mal hier einen Raketenwerfer. Und ja, oh, da ist der Zug. Sehr schön überfahren lassen können. Kommt mit, meine Freunde. Ah, hier sind ja dann die Minen. Das sind die doof. Gut. Müssen wir einen Haufen Minen ersetzen, das passt schon. Eventuell müssen wir tatsächlich mal eine Minenfabrik eine neue bauen. Ich schau mal kurz, wie die aussieht, die Minen. Oh Gott, hier fliegen sie alle hoch. Wie sieht denn überhaupt unser Minenvorrat aus? Naja, der ist gut genug. Da brauchen wir auch nichts. Jetzt ist ja die Frage, was brauchen wir denn? Könnten einen schönen Wald irgendwo bauen. Wo man einen Haufen Holz hat, dann haben wir einen Haufen Holz. Übrigens, nein, wie sieht es mit unserem Holz aus? Hier sind halt noch ein paar Steine. Der hier bohrt, glaube ich, gar nicht mehr. Ach so, weil hier einfach noch ein Haufen Zeug drin ist. Kohle und Silbererz. Was bohrt der denn überhaupt, ist die Frage. Werden wir gleich sehen, was da der bohrt. Ah, Silber macht er jetzt statt Holz. So, und hier haben wir noch Silber statt Holz. Ja, genau. Silber statt Kohle. Hier haben wir noch einen Haufen Rohholz. Was mache ich denn jetzt mit der Kohle, die ich jetzt einstecken habe? Die muss ich irgendwo lagern. Wir lagern die mal hier. Ja, ist halt die Frage, ne, Leute? Was könnte ich jetzt bauen? Ich habe gerade echt keinen Plan. Ich bin ein bisschen unentschlossen. Gebe ich ehrlich zu. Wir wollten ja diese Anlage bauen. Wir wollten hier unsere Solaranlage bauen. Das haben wir auch alles gemacht.
Ist halt die Frage, wo könnte ich jetzt noch, über was baue ich noch? Noch mehr Strom vielleicht? Dass ich irgendwo mir ein Feld suche, wo ich ein richtig riesiges Stromding aufbaue? Dort noch ein Bahnhof. Also hier könnte man, ne, ein Gleis kriegt man hier noch rein. Das war's dann aber, außer ich reiß die hier noch ein bisschen ab. Dann hätte man hier noch einen Bahnhof. Dann, keine Ahnung, vielleicht als Privatzug oder so. Aber da müsste ich aufpassen, weil sonst knall ich wahrscheinlich mit meinem Zug zusammen, wenn ich ihn persönlich fahre. Ist ja fast peinlich gerade, dass ich echt keine Ahnung habe, was ich bauen will. Das gibt's ja gar nicht. Wir schauen mal kurz, ob unser Handel, unser Handel hat funktioniert. Hat funktioniert. Ich glaube, das hat auch was mit die Abstellung. Also mit, 200 Münzen haben wir schon. Da können wir jetzt schon Öl kaufen. 4 Stück Öl können wir uns kaufen. Krass. Also das funktioniert. Wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Freundschaftspunkte, damit wir dann auch ein bisschen besser handeln können. Mit besseren Sachen vielleicht auch. Also ist halt die Frage, ob wir überhaupt handeln müssen. So. Hat nichts gebracht. War zu wenig. Wir können uns auch hier ausbreiten. Einfach einen neuen Planeten besiedeln. Aber hier gibt's keine Rohstoffe. Das ist natürlich erst recht schwierig. Kann man denn auch einfach so handeln, die Rohstoffe hin und her transportieren? Das wäre richtig geil. Aber ich glaube, da funktioniert hier nichts. Nee. Schade. Schade, schade. Aber hier könnte man eine geile Eisenbahnstrecke oder sowas bauen, weil hier einfach alles gerade ist. Ist eigentlich ein schönes Stück Erde. Schönes Stück roter Planet. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt... Also ich finde es echt traurig, dass ich gerade echt nicht weiß, was ich bauen soll. Okay, Leute. Ich habe ja noch, ich muss da jetzt wahrscheinlich erstmal auf eure Unterstützung hoffen, weil ich gerade echt total matschig bin im Kopf und ich weiß jetzt echt nicht gerade, was ich bauen möchte. Ich bin da echt ein bisschen überfordert. Was wollte ich denn überhaupt? Ich wollte doch eigentlich noch ein paar Sachen sowieso generell machen. Hier haben wir unser Gefängnis, das ist eigentlich ganz schön. Da kommen halt ein paar Alien-Artefakte zustande, hier oben wird immer gekämpft. Ich könnte natürlich mein Territorium versuchen, ein bisschen auszubreiten, dass wir hier eine Mauer ziehen. So, dass wir hier voll eine fette Mauer ziehen, dann ist das hier alles meins. Da müssen wir natürlich die Nester hier ausrotten. Und kämpfen wollt ihr bestimmt mal sehen, dass ich kämpfe. Aber da fehlt mir natürlich die Ausrüstung. Da muss ich ein bisschen besser Ausrüstung bauen. Ich kann jetzt übrigens das Schild noch mit reinmachen. Bam. Das hält jetzt noch ein bisschen mehr aus. Und mit diesen Zweien könnte ich jetzt, glaube ich, schon eine Dreier machen. Nein, ich baue noch einen Zweier. Nee, warte mal. Ja, doch. Noch einen MK3 brauche ich. Ja, das heißt, den hier brauche ich. Das heißt, ich brauche 10 davon. wenn ich mir da ein bisschen was bastel, offscreen versuche zu basteln, dann könnte ich eventuell mal eine fette Rüstung oder sowas haben, damit wir dann auch diese ganzen Dinger hier auslöschen können, damit wir hier dann eine Mauer ziehen, dann ist das unseres und dann kämpfen wir irgendwann gegen die hier oben, diese richtig fetten Städte, die greifen uns ja dann wahrscheinlich an und dann können wir das ja uns einverleiben, so. Hier wollte ich sowieso schauen, wie wir das hier noch einverleiben. Ob wir hier einfach ein bisschen hochziehen, noch die Mauer. Dann müssen wir das hier, da klauen wir uns einfach von denen. Ziehen wir hier noch die Mauer lang. Tja, und dann müssen wir schauen. So, die hier greifen uns bestimmt bald ziemlich gut an, weil... wie die das hier auffressen, das sehe sogar ich. Wie hier einfach der Smog gefressen wird von denen. Ja. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Also ich würde sagen, wir kämpfen dann einfach irgendwie eine Runde. Und zwar machen wir hier, schauen wir, dass wir uns das hier einverleiben können, das ganze Stück Erde. Dann können wir hier auch irgendwo unsere Bioanlage bauen oder mehr Strom, je nachdem, was wir halt brauchen. Brauchen tun wir eigentlich gar nicht so viel mehr, sagen wir es mal so. Aber wir hatten echt eine gute Stelle hier, ne, zum Bauen, muss ich echt sagen. Ist echt eine gute Stelle gewesen, schön geschützt. Wenn ich bedenke, wie klein unsere Mauer damals war, die war ja von hier bis da. Und jetzt ist die halt schon ein bisschen größer geworden, von dort bis hier. Und jetzt haben wir das hier oben auch schon. Und das müssen wir natürlich auch schützen. Also hier eine Mauer lang, bam. Und da muss hier irgendwie die Mauer noch erweitert werden. Und hier sehr interessant. Das ist noch eine alte, generierte Welt, oder? Hier haben wir auch noch einen Haufen Gegner. So, wie werden wir das hier mit reinnehmen? Das ist eine gute Frage. Oder wir machen hier eine Mauer.
Das ist sozusagen hier das Ende unserer fetten Riesenbasis hier. Und hier geht es dann halt raus in die weite Welt, wo die Leute sich noch selbst schützen müssen hier mit solchen Teilen hier. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Und dann werde ich meine Mauer, die ja dann hier so lang geht. Moment, so. So, so und so. Die werden halt überall mit Lasertürmen bestückt. Na, überall ist vielleicht, na weiß ich nicht, wir brauchen einen Haufen Energie. Aber dann haben wir wenigstens einen Grund, mal einen Haufen Energie zu erzeugen, zu bauen. Da haben wir wieder einen Grund. Also überall an der Mauer entlang diese Türme hinbauen. Nicht nur an bestimmten Stellen, sondern überall. Und dann könnte man nämlich einen Haufen Energie irgendwo bauen und dann könnte man aber in der Mitte, hier drinnen, die ganzen Türme Verteidigung abreißen. Einfach nur nervenkitzeltechnisch. Wenn die dann irgendwo durchkommen, habe ich echt die Arschkarte. Aber hey, so ist es nun mal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich war der Tenchi hier von The Noobs Kanal. Schreibt mir mal, was ihr so haltet, was ihr so für Ideen habt und so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.